knallhart durchgenommen. Es geht weiter mit Thimbleweed Park. Diesmal habe ich den Namen gelernt. Und ich habe mir die Pixel aus dem Gesicht rasiert, um die Zeit zu ehren, in der dieses Spiel entstanden wäre, wenn es nicht erst 2017 rausgekommen wäre. Denn damals gab es noch keine 3-Tage-Bärte. Damals gab es überhaupt noch nicht diese ganze Bartkiste, die heute aktuell ist. Und es sieht ganz komisch aus. Vor allen Dingen, wenn man gleichzeitig seine lang gehegten, wie heißen die Dinger hier? Wie heißen die Dinger, liebe Regie? Ihr seid doch immer so gut im Helfen. Koteletten! Koteletten, ich wusste, das hat irgendwas mit Fleisch zu tun. Die Koteletten, wenn die weg sind, dann ist der ganze Frame ist out of frame. Alles ist scheiße. Aber damit müsst ihr jetzt leben, ne? Ja, einmal ausgerutscht mit dem Rasierer, schon direkt eine andere Frisur. Herzlich willkommen, wie gesagt, zu KDTV. Und es ist 10 Uhr morgens. Ha! Schon wieder, nach der letzten Nummer. Versuchst du es echt nochmal um 10 Uhr morgens? Ja. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Es wurde mir so aufdoktriniert. Und mein Gehirn und ich, wir sind im Zwiespalt, ob das wirklich was wird. Wir wissen, dass vor 12 Uhr relativ wenige Denkprozesse stattfinden können. Rein biologisch ist unmöglich. Wissenschaftlich erwiesen, könnte ich euch Studien zeigen. Hunderte. Und letztes Mal haben wir ja gesehen, als Beweis, das ist übrigens ein Beweis in vielen Studien gewesen, die letzte Folge, denn da habe ich das Telefonbuchrätsel. Ich habe es gelöst. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber da kann man wunderbar sehen, vor 12 Uhr, nach 12 Uhr, völlig unterschiedliche Menschen. Nach 12 Uhr habe ich auch wieder einen Bart. Ist aber scheißegal, wir versuchen es einfach mal. Gewöhnt euch an ruhiges Gerätsel mit vielen... Wie heißt das? Nee, ich finde es. Mit vielen Sackgassen. Ha! Mit vielen gedanklichen Sackgassen, in die wir heute schlendern werden. Hoffentlich kriegen wir nichts über den Kopf in diesen Gassen. Aber das kann sein, denn hier sind ja schon einige Leute umgebracht worden in Thimbleweed Park. Also ich nehme an, es sind mehrere. Wir wissen aber bisher nur von einer. Und von dieser einen Person haben wir mit dem Fingertron 3000 bereits den Fingerabdruckbericht. This is the fingerprint report I've been waiting for. Ich hoffe zumindest, dass hier jetzt steht, wer der Mörder ist, beziehungsweise ob der die Fingerabdrücke, die auf der Waffe sind, Moment, wo ist sie denn? Hier, der Eispickel nämlich, ob die zu irgendeinem passen, den ich da reingegeben habe. Moment, ich habe mir jetzt sagen lassen, man kann mit Rechtsklick auch einfach nehmen. Aha, stimmt's nämlich gar nicht. Jetzt drücke ich links drück, passiert auch nichts. Wer auch immer gesagt hat, dass man mit Rechtsklick was nehmen kann, hat wohl was genommen. Mann, nimm ihn jetzt endlich! That doesn't ja, okay. Seem to work. Benutzen ist doch dasselbe wie nehmen. So. Fingertron Report. Input: offizielles Fingerabdruckregister. Input: Fingerabdruck auf der Mordwaffe. Output: Nuller Fingerabdruck auf der Mordwaffe stammt von Willy T. Wino. Oh Gott, das ist schlimm, wenn du Penner bist und dein Nachname ist auch noch Wino. Genauigkeit 100%. Das ist ziemlich viel, das lässt wenig Freiraum für Fehler. Ja, aber, und das finde ich auch nicht unwichtig, das könnte später noch relevant werden, alles hier stammt von Pillowtronics. Alles hier stammt von, quasi aus der Legacy von Chuck, den wir ja auch schon gesehen haben in einem der Rückblicke. Insofern bin ich mir da oft gar nicht sicher. Es könnte natürlich auch von vornherein alles abgekartet sein. All diese Maschinen könnten falsch programmiert worden sein, um den falschen Output zu liefern. Und am Ende ist vielleicht einer aus der Familie von Chuck hinter dem Ganzen. Das ist auf jeden Fall immer noch eine valide Möglichkeit. Aber das behalte ich mir als investigativer Polizist im Hinterköpfchen. Jetzt habe ich folgende Problematik. Ich habe... It says for chainsaws only. Ich dachte, ich hätte... Here, ja, ist ja gut. Ich habe die Kettensäge nämlich schon mit dem Benzinkanister benutzt, habe mir da dann einen Baum, der mir den Weg blockiert hat, weggesägt und habe dahinter den berauschenden Pilz gefunden. Ganz tief in der Kanalisation. Don't try that at home. Or at your Kanalisation. Und den werde ich jetzt zu der Kräuterhexe bringen, die hier residiert. Vielleicht, also
Ich nehme an, da passiert jetzt nicht viel, aber eigentlich könnte ich ihn verhaften. You got any ransom swag? Ich versuche immer, ihm hier diese den Fingerabdruckbericht zu geben. I don't want to give away evidence. Na gut, vielleicht rede ich mal mit ihm. Hello again. Where do you sleep at night? I have a premium bit of cardboard real estate in the nicest part of the sewers. I've had almost no gator attacks, and there's even a grate for ventilation, so my sewer lung is even better than ever. Okay, damit hat er mir gerade bestätigt, dass ich sein Lager gefunden habe und nicht etwa das von jemand anderem. Aber ich habe scheinbar noch nicht genug Beweise. Fingerabdrücke reichen heutzutage nicht mehr. So. Das muss die Hexe aus Monkey Island sein. Oder die Voodoo-Lady. Oh, ein Pixel! Ich habe hier die ganze Zeit, ihr seht diese Ruckler. Is never written. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wo diese Ruckler herkommen. Die hatten wir nämlich die ersten 3 Stunden nicht. Und plötzlich haben wir die ständig. Das ist doch irgendwie Stuhl. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. How can I help? I got you your stupid mushrooms. Sweet. Hand it over and we'll see what answers the void offers today. Well, who's the scumbag that did it? Unless the killer was a rainbow dragon powered by starshine, I can't help you. But thanks for the shrooms. Leonard and I are gonna have a blast tonight. I should have you arrested for possession. Fantastic. I'm sure my dealer will make a great witness. You win this round, witchy woman. Okay. Goodbye. Das war jetzt aber wirklich wenig produktiv. Ich muss noch mal mit dir reden. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. How can I help? Okay. Goodbye. Scheiße. Okay. Ich hatte gehofft, dass sich jetzt hier vielleicht ein neuer Lösungsweg offenbart, aber stattdessen... Oh, verfluchte Augen, na Tee. Ja, hier ist alles verflucht. Und da fällt es schwer, weil alles dadurch sehr wichtig wirkt. Verfluchte Gegenstände wirken wichtiger als andere Gegenstände. Und deswegen weiß ich nicht genau, wo ich hingehen soll. Hier ist alles verflucht. Alter, ist das viel. Uiuiuiui. Ja, da kann man doch einige Zeit verbringen. Nee. Nochmal hoch. Oh Gott, war das nervig, all diese Bücher hier reinzuschreiben. Ja, aber viel mehr. Hier oben hatte ich ja schon was gefunden. Nee, leider nicht. Der Pirelli-Kalender. Das ist schon lustig. Can't stop coughing. Naja, vielleicht finde auch nur ich das so lustig. Aber ich finde, da haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben. Und man möchte eigentlich wirklich da die ganze Zeit... Das ist gut. 666 or 999. Math for Satanists. 360 headspins and more extreme yoga. Ja, 50 Shrouds of Grey. Ach ja, wir müssen aufhören. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Irgendetwas muss heute ja noch erreicht werden. Not getting any closer to that. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier dieser Stab, aber den kann man nicht mal anklicken. Das ist ja im Grunde ähnlich wie der Eispickel. Das könnte ja genauso gut die Mordwaffe sein. Aber dann wären hier rote Pixel, da bin ich mir sicher. Creepy. Ich schau mir nochmal alles hier so an. Nee, nee, nee. Nein, wieso? Du sollst da nicht hingehen. Du sollst hier. It's a package of. It's a bottle of eye drops. Ich nehme an, ich kann das nicht nehmen, aber wenn's. Ah, ich kann's nehmen. Okay, ich hab die Augentropfen. Was? Und da sagt keiner was? Nee, dann nehme ich jetzt. Dann klicke ich jetzt aber alles an. Das ist ja unfassbar. Darf ich das alles nehmen? Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. How can I help? Indem sie mir nicht auf die Nüsse Goodbye. Gehen. Das ist ja geil.
Das ist der Kopf aus Monkey Island, der immer... Disgusting head. There's a small name tag. Sepp the Navigator's head. Hm. Ja, den muss man nämlich dann immer hochhalten und er zeigt in die Richtung, in die man gehen muss auf Monkey Island, damit man sich nicht verläuft. It's a bottle of Eric's Eye Magic Special Drops. The label says, restores your vision with a soothing river of tears. Side effects may invoke painful memories. Okay. Und der Tee? The label says, Holinkinyo Tea, a magical tea. Gives you the gift of speaking many languages. Die vielleicht nur kein anderer hören kann und verstehen kann. Jetzt habe ich noch einen Umhang. Ich meine, jetzt gehe ich natürlich völlig riot. Jetzt werde ich... A mysterious force must be holding it in place. Okay. Jetzt werde ich alles nehmen. A mysterious force must be holding it in place. A history of accidental vampire killings. Das ist wundervoll. Ne, hängen geblieben? Don't touch the books unless you know what you want. Spoiler alert, you die. Mal gucken, ob ich damit rauskomme. Ja, okay. Gut, nachdem das geklärt ist, gehe ich nochmal zurück. Don't touch the caster lot before it's too late. Will nochmal schauen, wie noch mehr ist, was ich einstecken kann. Jedes Item zählt. Nein. Die Mumie kann man auch nicht nehmen, aber man kann es versuchen. No way, I'm touching that. I don't want to pick that up. You got any ransom swag? Okay, was will ich denn als nächstes? Also das hat leider ins Nichts geführt, die Kiste mit dem Pilz. Lasst mich kurz mal meine Items durchforsten. Aber ach, warum mache ich mir überhaupt so einen Kopf? Ist ja Quatsch. Ich habe doch längst den Weg freigeschaltet nach außen. Das heißt, ich kann mir ganz ruhig mal die Umgebung angucken. Hier war ich ja jetzt schon oft genug, aber ich war noch an so vielen Orten noch nicht. Was macht eigentlich mein Kollege? Ah, da steht er. Ja gut, da kommen wir gleich hin. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Was muss er denn tun? I can't reach that. Die Mucke ist auch sehr schön. Ich muss die echt mal feiern. Also sowohl die Optik als auch die Mucke ist so richtig... Genauso, wie man es eigentlich von früher kennt. Schon wieder ein Pixel. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich all diese Pixel gesammelt habe, wo sind sie denn hier, dann ist vielleicht dieses Feld einfach komplett weiß. Weil ich alle Pixel eingesammelt habe. Mal gucken. Oder es ergibt am Ende irgendeine Form. Schade eigentlich, dass Race und Ray nicht zusammen reden können miteinander. Ich glaube, das wäre an sich ganz gut. Mal so ein bisschen über den Fall reden. Aussichtspunkt, hier bin ich gerade. Gut, dann gehen wir einfach mal die Straße entlang. Zum Hotel. Wir haben ja schließlich die Keycard. Ich sehe direkt einen Pixel. Hier ist das Hotelzimmer Schlüsselchen 709. It's a revolving door. Oh Gott. You're investigating here too? I wouldn't go in there if I were you. What do you mean? Why shouldn't I go in? Because you're probably superstitious and would believe all that claptrap about paranormal activity in the hotel. Paranormal? What nonsense. My thoughts exactly. What are you doing here? Well, Chuck's brother Franklin went missing a few weeks ago. Is he the body by the bridge? Nope. But this reporter's nose says there's something odd about the whole thing. I'm working up a story, but the only lead I have is someone seeing him here briefly a few weeks ago.
He was seen around the lobby area. Then he just vanished. Big day today. I'm meeting some promising investors. I know they'll believe in my plan to turn the Dying Pillow Factory into a highly profitable stuffed toy factory. It can't fail. Just gotta check into our room without Chuck knowing about it. He has eyes and ears everywhere. I'll need a disguise. Also need to copy this prospectus so I can give it to the investors and keep my copy. Chuck wouldn't know a good idea if it hit him. Stuffed toys of the future. What luck finding some investors. Better get ready for them. Okay, das ist der, oh Gott, ich hoffe, es ist richtig, der Bruder von Chuck und gleichzeitig der Vater von der jungen Programmiererin, die wir ebenfalls in einem Flashback schon mal gespielt haben. Jetzt geht's hier mit diesem Flashback weiter, aber vorher kommt die krasse Werbung und die werdet ihr euch jetzt angucken. Komme, was wolle, tut es für uns, tu es für Rocket Beans, guckt die Werbung, klickt die Links, geh auf Amazon und kauf den Scheiß. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder und dann geht's weiter mit Thimbleweed Park und diesem, es ist ja kein Flashback, es ist ein Sidestep. I don't care. Bis gleich. Willkommen zurück zu Thimbleweed Park und der Erkenntnis, dass den Stofftieren die Zukunft gehört. Hier sind wir in einem, wie nennen wir das? Es findet zeitlich nur kurz in der Vergangenheit statt. Aber es ist nicht wirklich so weit in der Vergangenheit wie die anderen Sachen, die wir gespielt haben. Also, ich würde mal nicht sagen, dass es ein Flashback ist, aber scheißegal. So, hier sind wir auf jeden Fall. Wir haben eine To-Do-Liste, denn wir möchten Plüschbären produzieren lassen. Und dazu müssen wir uns mit Investoren treffen. Und diese Checklist hier kennen wir bei Rocket Beans von all unseren Investorengesprächen. Erstmal verkleiden, damit die einen nicht erkennen. Und dann, warum eigentlich? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Egal. Und dann ins Hotelzimmer einchecken und dann Duplikate des Verkaufsprospektes bekommen. Vielleicht habe ich auch nicht das Meeting mit den Investoren, sondern jemand anders. Und ich will mich nur da reinlurchen. I have no idea what they're doing. Words don't do it justice. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht so recht, was das hier sein soll. Also ich habe das Gefühl, als müsste ich es kennen, als würde all das hier irgendeine Hommage sein an irgendein Spiel. Aber es fällt mir unglaublich schwer, da was zu sehen drin. It looks better from this side. It's still showing December 1986. I guess they couldn't afford a new one for 1987. Ah, interessant. Der Hotelcomputer macht nichts. Wo kommt denn diese teite Mucke her? A bell for calling the sheriff. I mean, hotel manager. Oh Gott, der Sheriff ist auch der Hotelmanager. Das erklärt alles. Why, hello, Mr. Edmund. We weren't expecting you in today. What can I do for you, Abu, sir? I'd like a private hotel room. What do you want a hotel room for, Mr. Edmund Abu? To, none of your business. I don't know why you'd want a room when Chuckaboo always has plenty of space for you in his penthouse suite. Oh, yeah. I guess so. How else may I be Abu of service? Do you have photocopying here? But of course we do, Abu. Abu, Abu, Abu. That is to say, we normally do, but we've run out of paper, Abu. Unless I get more paper, Abu, I won't be able to help you out. I'm going to go now. You didn't see me. Goodbye. Have a nice evening, Abu. I can't talk to him like this. I have to put on a disguise to fool Chuck and his spies. Okay, ja, jetzt verstehe ich, warum ich mich verkleiden muss. Oh, das Glas nehme ich mit. Die Musik, ich wollte gerade sagen, die Musik ein bisschen laut. I don't feel like cleaning up after hotel guests right now. Okay, das lässige Kind. Er ist so ein bisschen wie Zack aus Zack McCracken. Das könnte durchaus sein. Also, die Nasenbrille deutet zumindest zum Zack McCracken-Universum. Hello. Hello.
Kann ich den nicht einfach ausmachen? Ich bin erwachsen, ich nehme dir jetzt den Ghetto Blaster weg. Hahaha! Du redest jetzt mit mir. Yo, dude. What's that jacket you're wearing? The latest and greatest jacket. It zips in the front. Don't most jackets do that? You're too old to understand. What's on your face? They're the latest and greatest nose glasses from the Jason the News Guy adventure game from Mucus Phlegm Games. Jason the News Guy. Ah, schön. Ja, mir gefällt das. What's on your feet? The latest and greatest Reeboks. I just got them. Aren't they rad? What's with all the latest and greatest? I'm not grody like you. Everyone knows that unless you got the latest and greatest, you might as well barf. I'm not risking my reputation by touching anything that's not like the latest and greatest. What if I said you didn't have the latest and greatest stuff? Like, barf me out. All my stuff is totally the latest and the greatest. Okay. Your jacket is not the latest and greatest. Yeah, right. I'm so sure. Vielleicht brauche ich von ihm die Verkleidung. Ich brauche die Nasenbrille. Your glasses are not the latest and greatest. These glasses have got to be the latest and greatest, aren't they? Did something newer come out? Nah, you're wigging. I can't trust a dweeb like you. Your shoes are not the latest and greatest. What's your damage? Of course! They're totally awesome! I would totally know what was the latest and greatest. Oh yeah? I bet you don't know anything about what's the greatest right now in 1987. Prove you're not just an old dweeb from the 50s. Ooh. Sure, I can prove it. I'm totally bodacious because I can talk like you and... Okay, ich dachte, ich muss jetzt so ein bisschen so ein popkulturelles Quiz aus dem Jahr 87 machen. Aber ich muss einfach nur cool reden. Ich kenne diesen coolen Typen, der. Ich kenne da diesen irren Macker, der. Ich habe eine hippe Gang, die. Ich habe einen funkigen Freund, der. Scheiße. Welcher von diesen Sätzen? Donny, hey. Du warst doch 1987 auch mal cool. Ja. Welchen von diesen Sätzen würdest du einem jungen Herren sagen, um auch cool zu wirken? Ich kenne diesen coolen Typen, irren Macker, hippe Gang oder funkigen Freund? Ich finde irren Macker. Irrer Macker? Irrer Macker klingt 80er auf jeden Fall. Irrer Macker klingt 80er, okay. Wir klicken. I've got a fly, homie, who... Get real. Hat nicht funktioniert, aber die anderen wahrscheinlich auch nicht. Die anderen hätten wahrscheinlich auch nicht funktioniert. No, wait, you know what's rad right now, poser. Poser. I know shit, dude. I would totally know what was the latest and greatest. Oh, yeah? I bet you don't know anything. Soll ich jetzt echt nochmal? Na gut, ich versuch's nochmal. Prove you're not just an old dweeb from the 50s. Sure, I can prove it. I'm totally bodacious because I can talk like you and... Ich habe einen funky Freund. I've got a groovy friend who... Get real! I'm like totally stopping you right there. No one who's tight would talk like that. No way do you know what's rad. No right one now, who's poser. Tight would talk like that. Okay, einmal versuche ich es noch, weil ich habe da noch zwei Optionen und ich habe ein bisschen Angst, dass vielleicht eine davon richtig ist. I bet you don't know anything about what's the greatest right now in 1987. Ich kann die Gespräche leider nicht abkürzen. Ups. Just an old dweeb from the 50s. Sure, I can prove it. I'm totally bodacious because I can talk like you and... Also, wir haben irren Macker probiert, wir haben funkigen Freund probiert. Ich habe eine hippe Gang. I know some peeps who... Peeps? Get real! I'm like totally stopping you right there. No one who's tight would talk like that. No way do you know what's rad right now, poser. Alter, du kleiner Drecksbalk. Totally. Gleich gibt's ein paar mit mir mit der Handkante. Da hast du die 1987er. Prove you're not just an old dweeb from the 50s. Sure, I can. Okay, einen letzten Versuch, denn ich habe ja noch eine Option. I can talk like you and I can talk like you. I know this gnarly dude who. Ah, oh, das erste war richtig. Ein Sinn rausbringt. Schon auf MTV war, ja, auf jeden Fall. Was on MTV and. Oh, geil. Mir sagt, was in ist. OMG, YOLO, Hashtag. Glaub mir. Mir mitteilt, was die Katzen schwatzen und die Hummeln brummeln. Nein, damit wird es niemals klappen. Mir tönt, was richtig beißt und was mich hyperventilieren lässt. Mir steckt, was heute strahlt, Dude. Oh mein Gott, die 80er. Ein Gegner der Verzweiflung.
also natürlich wäre die offensichtlichste Wahl wäre das Erste, aber das ist eben nicht die 87er, weil das wäre zu cool. Too cool for school. Aber wenn ich das mache, glaubt er vielleicht, dass ich krasser bin als er. Tells me what's sweet. OMG, YOLO, hashtag trust me. Get real, I'm like totally stuck with you right there. No one who's tight would talk like that. No way do you know what's rad right now, poser. Na gut, einmal noch was. Doch, ich dachte schon, ich kann es nicht mehr anklicken. What was the latest and greatest. Ich krieg's hin. Oh yeah? I bet you don't know anything about what's the greatest right now in 1987. Prove you're not just an old dweeb from the 50s. Sure, I can prove it. I'm totally bodacious because I can talk like you and... I know this cool dude. I know this gnarly dude who... Also, was ist denn ein Zinn? Ein Zinn? A Zinn? Magazine, würde ich sagen, aber... Eine Abkürzung Sinn habe ich noch nie gehört. Erfolgreich bloggt ist zu krass. Zeitschriftenkolumne ist zu boring. MTV ist genau richtig. Was on MTV and jeder, der auf MTV war, ist super rad und super awesome cool und tight. Tight wie ein kleines Arschlöchlein eines winzigen Flohs. So tight sind Menschen, die auf MTV waren. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Hier, Regie, ihr seid doch alles alte Säcke, ihr könnt ruhig auch mal mir ein bisschen helfen. Was ist denn Teite Leadspeak der Jugend aus dem Jahr 87? Das erste habe ich schon probiert. Das dritte, mir tönt, was richtig beißt und was mich hyperventilieren lässt. Ja, ja, da sagt er ja. So haben wir früher geredet, na gut, okay. Achtung, ich drücke nun. Tells me what's wicked and what'll gag me with a spoon. Whoa! Okay! You're legit! What? I totally believe you know what's tight right now. Okay! You got something new and sick. Okay! Until then, I'm gonna rock out. Ah, don't you just love this music? Jetzt hat sich leider nichts getan. Immer noch hab ich keine Nasenbrille. Auch die Jeans nicht und das Hemd. Und auch die Schuhe nicht. Aber ich brauch die Scheiße doch. Das ist doch meine Verkleidung. Du kleiner Drecksbalk. Jetzt gibt's gleich mal was mit der Axt. Du gibst mir jetzt den ganzen Kram. Hello. Guess he can't hear me. Okay, das hat jetzt wohl echt nicht geklappt. Ach so, ich muss, wie immer. Dann malen wir das alles jetzt nochmal. I'll just push this button here. Oh, Ruhe ist cool. Your damage. If you don't have the latest and greatest for me, I don't have the time for you. Oh, don't you just love this music? Okay, vielleicht, wenn ich ihm... Also er scheint mir jetzt zu glauben, so ist es ja nicht. Want this bear? Guess he can. Ah, du bist so eine neuen Kid. Hey dude, what's your damage? Hey dude. Gib, du kriegst den rosafarbenen. Dude, check out this rad new pillow bear. It's righteous. Big time righteous. I'll do you a favor and trade you. Okay, geil. What do you want to trade? Deine fucking Brille, kein Scheiß. I'll trade you the bear for your glasses, no faking. Gag me. Your glasses totally make you look like a dweeb. No, duh. Take the glasses then. Quick, before anyone notices I have them. First, here's my used gum for your collection. I don't have a gum collection. Never Was? Mind that. Now give me that bear so I rock it out. Sure. Dweeb dude, gnarlicious, I can't keep this up. Let's get this over with. Here it is. Sweet! You're ace. Later, dude. Ah, jetzt ist er weg. Okay, ich hätte auch nur die Brille gebraucht. Ich dachte gerade, soll ich jetzt echt die anderen blöden Kissenbären auch noch tauschen? Naja, jetzt habe ich die Nasenbrille. Und die ist schon mal das Wichtigste. Nutze Nasenbrille. Ha! Wer ist dieser Mann? Wo ist die Figur, mit der ich eben noch gespielt habe? Was ist das für eine Hexerei? Vor allem, wenn ich jetzt auch einen Ghetto Blaster dabei habe. Na gut. Das ist übrigens wirklich typisch Manic Mansion und generell, sag ich mal, die Hintergrundgrafiken in Lucasfilm Games spielen. Die Tapete, sie ist immer ein Stück abgerissen. Es zeigt immer, dass dieses Hotel schon bessere Zeiten gesehen hat. Wenn Stücke der Tapete abgerissen sind, sowas passiert in der echten Welt nicht. Nie hat sich jemals ein kleines Stück einer Tapete so derartig abgerissen. Aber hier ist es Standard.
Und hier auch diese Backsteinwände. Es ist herrlich. Aber gut, mit seinen drei Jobs hat der Manager natürlich auch genug zu tun. Welcome to the Edmund Hotel, most beautiful hotel Abu in the Tri-Thimbleweed Park County area. How may I be Abu of service? Endlich kann ich mit ihm reden, ohne die Musik die ganze Zeit im Hintergrund. Ich würde gerne einchecken. I'd like to check in. Okay, sir. What's your name, Abu, for the booking? Emilio Estevez. Oh, es muss auf jeden Fall. Oh, aber eigentlich sind alle gut. George Michael, Frank Zappa. Habe ich gerade erst vor kurzem wieder dieses berühmte Foto von Frank Zappa gesehen, wo er auf dem Pott sitzt und einfach so mit seinen langen Haaren und seinem wahrscheinlich mit den Koksresten von gestern Nacht noch behafteten Bart und einfach so in die Kamera guckt und dabei auf dem Pott sitzt. Finde ich super. Respekt. Gutes Bild. Würde ich mir auf dem Klo hängen. Emilio Estevez natürlich. And guess who it was? Emilio Estevez, the Mighty Duckman. Emilio Estevez. Of course, Mr. Estevez. We have a lovely suite Abu for you on the fourth floor. Your suite has been fitted with the new state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000. It's such new technology, Abu, that we're still fitting out the rooms on the 10th floor. How else may I be Abu of service? Is there any surveillance in the hotel? No, certainly not, Mr. Estevez. Whoa, we have our state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000 system, which creates a VHS video of your entire stay with us. Sounds like surveillance to me. How much, you ask? For just $19.99, you get a unique record of your trip highlights to share with friends, Abu, back home. It's such a new system that we're still installing it on the 10th Abu floor. Since you won't want to miss a second of your amazing Abu stay here, we recommend that guests do not visit the 10th floor. Okay, ich würde gerne in den 10. Stock. Do you have photocopying here? But of course we do, Abu. Abu, Abu, Abu. That is to say, we normally Ach ja, das hat er ja schon gesagt. Oh Gott, ist das nervig, dass man hier die Dialoge nicht abbrechen kann. Why? But why? So. I'm going to look at your beautiful lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Immerhin, Verkleidung habe ich gecheckt. Checken habe ich gecheckt. Jetzt muss ich nur noch ins Hotelzimmer gehen und den Rest des Deals abwarten. Mein Problem aktuell ist, dass ich gerne in den 10. Stock gehen würde. Aber ich habe doch jetzt schon mein Hotelzimmer. Also, ist das im 10.? Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht muss ich einfach nur reingehen. It's already closed. Geh doch bitte in diesen Fahrstuhl. So, natürlich drücke ich den 10. Morgen. Guten Morgen. Oh, ich bin schon da. War ich so begeistert von der Fahrstuhlmusik. It's an unplugged TV. Kann ich den mitnehmen? I don't want to pick that up. Verdammt. It's a photo of a perfectly clean standard room. It's a photo of a perfectly clean deluxe room. Ah, kann ich die einfach nehmen? Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht auswechseln oder so, aber das bringt ja irgendwie auch nichts. It says that contractors should use these photos to set up rooms correctly, so the Hotel Tron can determine when a room isn't clean. Wenn ich jetzt die Fotos austausche, meine Frage wäre generell, gegen was soll ich die austauschen? Aber wenn ich sie austauschen würde, was würde es denn bedeuten? Ich könnte also die Leute dazu bringen, dass sie die Räume, dass sie einen Deluxe-Raum zu einem Normalraum machen oder dass sie nur Deluxe-Räume benutzen oder so. Aber noch weiß ich nicht, It doesn't work with that. Was das überhaupt mir bringt. It doesn't work with that. Okay, ich kann es auch nicht mehr zurückbringen. Was nochmal der Prospekt? Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. It's my precious, dazzling 4-page prospectus about turning the pillow factory into a toy factory. I only have the original. I need a copy to give to the investors. Ah, okay. Und dazu brauche ich unten normales Papier. Das sind die Zimmer.
Ah, schon wieder das Telefonbuch. Geh weg, Telefonbuch. Ich brauche dich nicht. Looks fine to me. Da ist Toilettenpapier. Yes, it's toilet paper, also known as toilet tissue. I don't want to pick that up. Du sollst Toilettenpapier nehmen. I don't want that. Na gut, man weiß nie, wann man es braucht. Of them all? Hier muss alles immer probiert werden. The lid of a toilet. Things don't get more amazing than that. Telefonbuch, Telefon. Looks like the other painting. Ich mach erst mal. Drücke Lichtschalter. Ich mach erst mal Licht. It's hotel stationery. That is, it's a mostly blank piece of paper. Ah, für meine Kopien. Wenn in den anderen Zimmern auch Papiere sind, dann habe ich ja bald genug. It's turned off. This channel is just static. I should find another channel. Aber ich kann doch hier gar nicht rumschalten, oder? Hier ist doch nirgendwo. Hier, ich kann die Antenne nicht anklicken, ich kann offensichtlich auch an keinem Rad drehen. It's now showing I love my cat. Okay. It's now showing banana, banana, bananas. Und hier sehen wir die Kokosnuss. Ja, so war das damals. Das waren unsere Pornos. Wir hatten nicht mehr. It's now showing skiing for cash. Wer wird Skillionär? Das ist gar nicht so dumm. Das gefällt mir. It's now showing the rich and the soapy. It's now showing hospital hijinks. I turned it off. Oh. Ist derselbe Song. Also wenn ich einen Trailer machen würde zu Thimbleweed Park, dann würde ich diese Mucke nehmen. Ah! Rätsel lösen! Morde! Kettensäge! Go! Geil! Also, nein, kein Vollbild! Ich habe mir geschworen, in dem Moment höre ich auf. So, da habt ihr das jetzt. Never change a running system. Sobald ihr mich beobachtet, fühle ich mich beobachtet, dann habt ihr damit das Experiment manipuliert. Jetzt werde ich. Was denn? Mit Punkt kann ich die Dialoge skippen. Du wirst lachen, Skippy, denn das habe ich probiert und es hat nicht funktioniert. Aber ich werde es beim nächsten Mal noch ausprobieren. Ich kann mich nämlich auch erinnern, es gab Entfernen, Escape und Punkt. Aber irgendwie funktioniert es hier nicht. Vielleicht muss ich es auch einstellen. Aber danke, ich werde es gleich nochmal probieren. Das war ein guter Tipp. Aber sonst, ja, man kann mal gucken hier, was Fenster. It's getting dark out there now. It's getting dark out there. Oh, take up all your clothes. An ashtray for the smokers. Ha, da gab's noch Raucher. Das waren die 80er. Jetzt habe ich 3 Blatt Papier. Jetzt habe ich 4 Blatt Papier. Aber viel mehr habe ich hier noch gar nicht. Die Räume sehen ja auch wirklich alle exakt gleich aus. So, das müssten jetzt die. Eigentlich müssten es die Deluxe-Räume sein, aber ich sehe hier keinen großen Unterschied. Okay, das waren alle. Na gut, jetzt könnte ich eigentlich. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel. So kenne ich das nämlich. Wenn ich irgendwo drauf leuchte, drüber fahre mit dem Cursor, leuchtet normalerweise der eine
das eine Wort, das ich am häufigsten benutzen kann mit diesem Moment, Lobby. Mein Gehirn ist heute echt leer. Wenn ich jetzt mal hier auf die Fahrstuhlknöpfe gehe, dann kommt Drücke. Und wenn ich dann rechtsklicke, dann nimmt er automatisch Drücke und ich muss es nicht nochmal machen. Das kenne ich eigentlich, aber oft macht er das nicht für Nehmen. Hier habe ich Schauen, seht ihr ja, Schließen, Drücken und so der ganze Kram. Reden, na gut, immerhin geht das. Hey! Okay, ich wollte gerade beweisen, dass das geht. Jetzt warten Sie doch mal. Ich will reden. Welcome back to the Edmund Hotel, Mr. Estevez. How may I be a boo of service? So, ich hätte etwas Could you use this as photocopying paper? That should be all the paper, Abu, I need. What would you like to photocopy? Statische Elektrizität. Ein Glas Wasser. Den Hintern von diesem Spielzeug. This prospectus document. Natürlich sure das. Thing, Abu. Well, that's all I need. I'll be back in a jiffy, Abu. One task done. Now I should go to my room and prepare. Gehe in das Hotelzimmer. Wo ist meine Karte? Welche habe ich nochmal? 405. Okay, das kriegen wir hin. Es hat gar keinen zweiten Stock. Komisch. Nein! So. 405. It's locked. Oh, diese wunderschöne Kamera direkt aufs Bett gerichtet. Hello? Yes, only on Tuesdays. Yes, I'm almost ready for our meeting. I've just got to wrap up a couple more things. I'll call you back when I'm ready. What's that monstrosity? A Hoteltron. Chuck must have had them installed recently. I'll have to find a way to stop it recording my meeting. Naja, da kann man doch einfach hier die... Oh, kann man nicht. Ah, shit. It's a camera that appears to be filming the room constantly. Chuck's eyes are everywhere. I don't know how people put up with it. Der Kaugummi, natürlich. Natürlich den Kaugummi vorne an die Linse klatschen. Fertig, oder? Ach, nee, es wird ja immer besser. Jetzt muss ich kurz gucken, welches... It's a photo of a clean standard hotel room. Ja, das klebe ich jetzt. Das ist der ganz alte Trick. Das ist der alte Heist-Trick. Niemand wird etwas bemerken. What was that? I guess it was nothing. Looks like the Tron machines are working perfectly. No reaction. Perfect. Now Chuck will have no idea what I do in my meeting. I'm finally ready for that meeting. Better give the investors a call to let them know they can come up. You can come up to my room now. I'm ready. Back to being plain old Franklin. That was quick. Oh, it's you. How did you know I was here? Ah! Oh! Tod. Die zweite Leiche im Spiel. Unerwartet. Franklin was never seen again. I asked the sheriff for more information, but there was nothing. No body, no Franklin. Some of the more superstitious types claim he's haunting this hotel. But those of us dedicated to fact-finding know that must be poppycock. That's an interesting story. Okay, war doch ein bisschen mehr in der Vergangenheit, als ich gedacht habe. Diese Szene, die war wohl schon länger her. Ich dachte, die wäre jetzt erst ein paar Tage her. Also ist Franklin auch tot? Ja, wir müssen mal nachfragen. Werden wir alles abfragen. So Franklin's dead as well? No one knows for sure if he's dead. Isn't it a great time to be a journalist in Thimbleweed Park? One missing, a mystery body, and Chuck died of a heart attack. Did you find out the identity of the body in the river yet?
We're still working on it. Have there been any obstruction arenos to your investigation? What do you think? Enough said. But you didn't answer my original question. Why are you here? I see I can't fool you. If you ever want to switch professions, we need reporters like you. Der hast schon wieder abgelenkt. That still doesn't answer my question about why you're here. Okay, okay. I was following up on a report that Franklin checked in here under a pseudonym. Finally. A pseudonym? What was it? All I could find out is that a man with a large nose was seen around the same time as Franklin. And? That man checked in under the name Emilio Estevez. So it may not have been Chuck's brother. What room did the man with a large nose check into? It was a room on the fourth floor. I couldn't find out anything more without a shiny official badge, like you have. Hallo Spiel, ich würde gern weiterspielen. Hallo! Es hat sich aufgehangen. Okay, ich habe jetzt Punkt gedrückt. Why is it so hard to get information from you? Let's call it a job interview. As I've said, I need good reporters, so I don't have to run all over the county. I don't have time to be a newspaper reporter. Fair enough, but you know where to find me. What's new in the news? Just a bunch of reports about paranormal activity here at the hotel. I don't give them much credence. Mm-hmm. Thanks for all the information. See you later. If you find out anything publishable, stop by the Nickel to let me know. Interessant. Notizbuch. Was gibt's denn neu? Finde Papiere der Leiche. Okay, klar. Hier ist ein Pixel für mich. Welcome to the Edmund Hotel, most beautiful hotel Abu in the Tri-Thimbleweed Park County area. How may I be Abu of service? Hello, Sheriff. Why are you moonlighting as the hotel manager? Oh, Abu, I'm not the sheriff, I'm the hotel manager. The sheriff says that annoying Areno thing all the time. You'll never hear me doing that, Abu. Sure, whatever. Is anything going on in the hotel today? Nothing, Abu. Certainly not more cases of food poisoning. Definitely not, Abu. Es hat schon manchmal so Hänge. Also manchmal muss ich wirklich manuell den Punkt drücken, weil die Dialoge kein Ende finden. Do you know what happened to Franklin Edmund? Huh. I saw him, but I don't know, Abu, what happened to him. Funny thing, Abu, though. Go on. That same day, a man with a large nose, Abu, checked in and then disappeared. You don't say. That is an Otterino coincidence. What room did he check into? Oh, let me see, Abu, now. It was a Mr. Emilio Estevez. Sounds legit. He checked into a room, Abu, on the fourth floor. I'd like that room key for our investigation. I'm not sure I should do that without a warrant, Abu. But since there's nothing to see there, I suppose, Abu, I can give it to you. Thank you, finally. How else may I be Abu of service? I'm going to check out your, interesting lobby. Goodbye, have a nice evening, Abu. Ach du Scheiße, wir sind schon wieder 5 Minuten vor Ende. Da bin ich total überrascht, weil irgendwie, ich habe doch noch gar nicht so viel machen können. Ich komme doch gar nicht, ich meine, es sind viele Dialoge, viele neue Locations, kleine Rätsel, die ich in atemberaubender Geschwindigkeit löse. Das hat alles länger gedauert, als ich es gedacht hätte. Jetzt gehen wir schnell in Raum 405. Ich bin mir gar nicht sicher, was sollen wir da erfahren, denn wir haben ja eben mehr oder weniger erfahren, dass, also wir haben es ja gespielt, da ist nicht viel passiert, er wurde geschockt und ist dann rausgezogen worden. Das heißt, man sieht hier jetzt nichts. Ah, okay, der Kaugummi ist noch da.
That gum appears to be the only evidence that Franklin was ever in this room. I'm not touching that. Vielleicht mit einem... Kann ich ihn vielleicht mit dem Eispickel abnehmen? Better not. Might remove the prints. Ja, stimmt. Ich habe jetzt natürlich seinen Fingerabdruck. Das ist wahr. Ist Toilettenpapier. Natürlich, das gute alte Toilettenpapier. Nach vorne gerollt. It doesn't work with that. Shit. The label says Holin Kinyo Tea. A magical tea. Gives you the gift of speaking many languages. There's no more fingerprint powder left. Alles total ärgerlich. Wie kann ich diesen lächerlichen Kaugummi da abkriegen? I'd better hold on to this until later. I can't put it in there. Du sollst es doch einfach nur abziehen. Kann doch gar nicht so schwer sein. Kannst du nicht einfach nehmen? That gum appears to be the only evidence that Franklin was ever in this room. I'm not touching that. That gum appears to be the only evidence that Franklin... Fuck. The Hotel Tron 3000 seems to think this bed is made. I can't put it in there. Es ist sehr schwer. Ich könnte mir es mit jedem Item vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich das richtige Item noch gar nicht habe. Um den. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Toilettenpapier passt. Das wäre ironisch, wenn ich den Fingerabdruckbericht benutzen würde, um den Kaugummi wegen des Fingerabdrucks zu sichern. Was ist hier eigentlich der Kopf? Ja, ja, klar, aber kann ich den auch benutzen? Seht ihr? Sepp, the Navigator's head. Ja, gut. Er funktioniert nicht mehr so, wie ich ihn kenne. Er dreht sich einmal von links nach rechts und umgekehrt. Na gut. Was ist hier in dieser Teedose? Vielleicht ist da noch irgendwas drin? Oh! Den muss man sich ja gar nicht erst machen. No tengo idea de lo que estoy diciendo. Sehr gut. Bringt mir nichts, aber war nett und funktioniert offenbar auch. Okay, kurz nochmal nachdenken. Habe ich irgendwas, um diesen Kaugummi abzukriegen? Ich probiere es. Ich glaube, ich habe schon versucht, aber ich probiere es nochmal mit der Hotelkarte. It only works on hotel room doors. Ja, sowas habe ich eigentlich auch erwartet. Polaroid, Atari. Na gut, ich lasse den Kaugummi mal an dieser Stelle kleben. Da klebt er ganz gut. Was jetzt? What was all that about? Why couldn't they see me? I'm dead? Well, I guess that's probably what I deserve. About time you joined us in the land of the almost dead. Who are you? I'm Xavier, the head ghost, and I'm in charge of the ghosts. I run a tight ship. Everyone must pull their weight or face the penalties. What do you mean, pull their weight? Don't ask. Time to update the schedule for everyone to follow. Clara, you're on elevator duty. Don't let anyone get to the penthouse. I was just on elevator duty. No arguing. Now, Virgil, keep up the good work on front door duty. Don't let anyone in or out of the hotel. It's about time the living started realizing who's really in charge around here. That doesn't seem right. That's irrelevant. New ghost,
you're going to scare at least two people who tried to use the drinking fountain in the lobby. Okay, everyone to work. What are you waiting for, Clara? By the way, your brother died. Chuck's dead? When did that happen? I'm free of Chuck's tyranny. That is, I know he would have come here to tell me off if he could. I wonder why this head ghost seems so bossy. I've got to scare someone? Maybe I have special powers. Okay, das ist doch schon mal sehr interessant. Da werde ich gleich mal abspeichern und danach sowohl als FBI-Agentin als auch als Geist im Hotel weiter investigieren. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Wir sind aber jetzt am Ende dieser Folge. Tut mir leid. War eine interessante Folge. Ich versuche auch bis zum nächsten Mal vielleicht die komischen Fehler, die komischen Wartepausen und das nervige Pacing, was hier teilweise im Spiel stattfindet, zu beheben. Ich glaube, es ist ein technisches Problem. Ja, und dann mal gucken, ob wir es beim nächsten Mal haben. Ansonsten ist egal. Das erinnert uns nur noch mehr daran, wie es damals war, wenn die 3,5 Zoll Diskette abgefragt wurde und dann hat es immer einen kurzen Rucker gegeben, bis die Daten dann an euch übertragen wurden. Also insofern hat das ein bisschen Nostalgie, muss ich zugeben. Ja, das war's. Wir sehen uns dann, weiß ich gar nicht, morgen, übermorgen, nächste Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, versprochen. Bis dann. Tschüss.